liebe Angelfreunde, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge von Unboxing und Gewinnen. Unboxing und Gewinnen, unsere Tackle-Rubrik bei Big Fish Media, in der wir in jeder Folge Tackle, also Ruten, Rollen, Köder, weitere Ausrüstungsgegenstände fürs Angeln von unseren Partnerfirmen vorstellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das Beste, am Ende jeder Folge von Unboxing und Gewinnen könnt ihr das vorgestellte Tackle-Teil dann auch gewinnen. Das heißt, wir behalten es nicht, sondern es gibt das Teil dann für einen von euch, der es dann bei sich am Wasser ausprobieren und damit hoffentlich besser fangen kann. Und jetzt komme ich auch schon zum Produkt für diese Folge. Und zwar ist das hier drinne. Ich halte es mal in die Kamera. Und wahrscheinlich können sich jetzt schon die meisten von euch denken, was es ist. Ich mache es jetzt nochmal auf, halte es dann nochmal hoch und dann dürfte es auch dem Letzten eigentlich klar sein. Hier könnt ihr sehen, da sind jede Menge Gummifische in der Box. Gummifische in Größen fürs Hecht, Zander und ich würde sagen auch fürs Barschangeln. Und diese Gummifische sind was Besonderes, denn sie sind von unserer Partnerfirma Moby Softbaits, mit denen wir zusammenarbeiten. Und der Clou an diesen Gummifischen ist, dass sie besonders umweltfreundlich sind. Wir haben schon mal andere Filme mit den Ködern gemacht, aber ich finde das System oder dieses Konzept so gut, dass wir es auch nochmal fürs Unboxing und Gewinnen nehmen. Denn ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr euch ein bisschen mit Kunstködern beschäftigt, das Problem für das Gewässer bei Gummiködern sind immer die Weichmacher, die da drin sind. Und die sind, ja, man muss es leider so sagen, extrem umweltschädlich. Und bei Moby Softbaits macht man es so, dass die Gummis von denen mit ungiftigen Weichmachern hergestellt werden. Ich glaube, ich bin jetzt kein Chemiker, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe gelesen, dass die auch bei der Herstellung von Babyöl diese Weichmacher zum Einsatz kommen. Sind also, wenn sie, soll man sagen, für den menschlichen Gebrauch sind, sind sie also ungiftig. Und genau diese Weichmacher oder diese Produkte kommen auch in die Moby Softbaits. Das heißt, die sind für die Umwelt im Gegensatz zu leider zu vielen anderen Gummifischen komplett ungiftig. Und das finde ich ein tolles und unterstützenswertes Konzept. Hier diese Box von Moby Softbaits, die sogenannte Moby Startbox, die ist voll mit diesen ungiftigen Gummiködern verschiedene Sorten. Wir machen jetzt erst noch mal ein paar Nahaufnahmen von der Box und vom Inhalt und dann erzähle ich noch ein paar Details zu den Ködern. Habe ich euch mal den Inhalt der Moby Startbox hier gezeigt. Ihr habt es gesehen, es sind ganz viele verschiedene Gummifische drin aus dem Moby Softbaits Programm. In verschiedenen Längen und in verschiedenen Farben. Da ist für alles was dabei, knallige Farbe, gedeckte Farbe, mit Glitter, ohne Glitter. Verschiedene Schwanztypen sind dabei, V-Tail, der normale Schaufelschwanz ist dabei. Ihr habt es auch gesehen, ich habe einmal so richtig lang gezogen, einen so von den Gummifischen. Und da seht ihr auch, dass die extrem robust sind. Also ihr könnt die fast ziehen, die reißen nicht. Also trotz des umweltfreundlichen Materials sind die sehr widerstandsfähig. Und ich denke, mit den umweltfreundlichen Non-Toxic-Sheds hier, da könnt ihr wirklich viele Fische fangen, ohne dass ihr den Köder wechseln müsst, weil die, wie gesagt, so reißfest und so robust sind. Ich will euch jetzt natürlich noch mal erzählen, was genau drin ist in der Box, aber dafür muss ich hier nachgucken, weil das ist so viel, das kann ich mir alles nicht merken. Ich lese es euch mal ganz kurz vor. Also, das ist dreimal der Racker-Shad in 17 cm, dreimal der Racker-Shad in 12,5 cm, viermal der Racker-Shad in 10,5 cm, viermal Racker-Shad 7 cm, viermal der Long-Shad 2,0, nicht 2,0 cm, 2,0 die Version, viermal der V-Tail in 2,0 Version und drei Twister. Und zusätzlich sind hier auch noch mehrere Jig-Heads dabei. Womit ihr dann die Gummiköder draufziehen könnt und dann bei euch am Fluss oder am See jiggen könnt. Und ich habe gesehen, Moby Softbaits packt euch dann zu dem Startset hier noch ein paar schöne Sticker dabei von der Range. Und ich glaube, ja, für jemanden, der hier die
diese Gummifische mal entdecken möchte oder dieses Jahr sich mal vorgenommen hat, gezielt auf Barsch, Zander und Hecht zu gehen. Für den ist ja die Mobi Startbox mit den umweltfreundlichen Ködern hier auf jeden Fall mal eine Überlegung wert und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und jetzt machen wir ganz kurz einen Cut, weil ich muss mir gerade noch mal eine Gewinnfrage ausdenken. Da muss ich jetzt noch mal eine Sekunde drüber nachdenken und dann geht's weiter. Da wir heute ja einen richtig hochwertigen Preis haben, Box, Köder, Jigheads, ein tolles Konzept, umweltfreundliches Konzept, viele Köder drin in der Box, ist die Frage heute ein bisschen anspruchsvoller als sonst. Also heute müsst ihr ein bisschen aufgepasst haben oder das Video noch mal gucken. Denn die Frage zum Gewinn von der Mobi Startbox hier diesmal, die lautet: Wie viele Gummiköder sind hier in der Box drin? Wie viele Gummiköder sind hier in der Box drin? Ich habe es im Video ja abgelesen hier von meiner Ablesehilfe. Müsste jetzt mal ein bisschen zusammenrechnen die ganze Sache. Also vielleicht nochmal hören, nochmal zusammenrechnen und dann die richtige Antwort wie immer hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Also ist wirklich diesmal ein bisschen schwerer als sonst. Übrigens, den Gewinner des Preises vom letzten Mal, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung auch. Und wenn du dich da wiederfindest, dein Username da auftaucht, dann schreib bitte eine E-Mail, wie immer, an bigfishmedia@web.de. Pack dabei einen Screenshot von deinem YouTube-Account, deine Adresse, damit wir wissen, wo das Teil hingehen soll. Und eine kurze Info, bei welchem Video du gewonnen hast, damit wir das zuordnen können. Und dann sorgen wir dafür, dass du das Teil zugeschickt bekommst. Für alle, die sich für die Startbox von Mobi Softbaits interessieren und die Köder, es gibt noch viele andere und das ganze Konzept von Mobi Softbaits, ihr könnt die Box entweder im Fachhandel kaufen, also euer Angelgerätehändler kann sie bestellen oder hat sie vielleicht sogar da, oder online direkt im Online-Shop von Mobi Softbaits. Den Link zur Box, den blenden wir jetzt hier unten in der Videobeschreibung auch ein. Da könnt ihr euch dann mal informieren über das Set und auch direkt bestellen, wenn ihr Bock habt. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen für diese Folge von Unboxing und Gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß oder viel Erfolg hier beim Gewinnspiel besser, dass ihr richtig gerechnet habt. Und sage, Petri Heil, macht es gut. Ciao, ciao.